Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Test von DayZ Standalone. Ja, warum DayZ Standalone? Ich habe mich ein bisschen mit hypen lassen, habe schon einige Let's Plays gesehen gehabt im Internet auf YouTube und wollte das Spiel auch mal testen. Und da dachte ich mir so, hey, warum nehme ich das nicht gleich auf und lasse euch dran teilhaben? Also ich bin komplett neu in dem Spiel. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nur eins. Man kämpft ums Überleben, also man muss auch so essen und trinken und was weiß ich für Sachen. Ich bin jetzt gerade eben gespawnt und es gibt auch noch andere Mitspieler, die entweder freundlich oder feindlich gesonnen sind und halt die Zombies, auf die man aufpassen muss. Das ist erst recht, wenn man wie ich jetzt noch gar nichts hat, keine Waffe und nichts, also ich kann es euch mal zeigen. Ich habe nur das, was ich bekommen habe beim Spawn und das war's. Und jetzt regnet's auch. Und das heißt, wir lassen uns mal überraschen, wie das Spiel ist, was uns das Spiel bringt. Und ob es uns auch so hypen wird. Also wie ich sehe, hier war noch keiner. Das ist schon mal sehr gut. Weil sonst sind die Türen alle offen. Und da ist schon alles rausgelootet. Aber warum regnet es hier durch? Okay. Also das Spiel ist noch in der frühen Alpha-Version. Erhältlich habe ich es runtergeladen bei Steam. Okay, hier war jetzt nichts drin. Ich meine, es gibt jetzt einige Häuser, die man noch looten kann hier. Also in der Hoffnung, dass auch Loot drin ist. Hier kommen wir nicht rein. Hallo? Da unten ist was. Muss mal gucken. Na, wie ist das? Sehe ich das nicht? Da ist doch was drin. Oh, die Steuerung ist noch ein bisschen komisch. Muss man sich erst dran gewöhnen. Okay. Ich glaube, V war Spring, genau. Ich glaube, in den kleinen Häusern, ich bin mir nicht sicher, ob es da was gibt, so richtig zu looten. Wir gehen einfach mal weiter. In der Hoffnung, dass wir was Größeres finden. Es kann halt überall was rumliegen. So, wir müssen halt aufpassen, dass wir noch keine Zombies großartig sehen. Weil wir können uns halt noch nicht wehren gegen Zombies. Okay, hier war schon einer drin anscheinend. War hier schon einer? Hier war noch keiner. Und, was haben wir da? Das ist ein Rucksack. Jawohl. Und wir haben einen Rucksack gefunden. Das heißt, wir können mehr Sachen aufnehmen. Ich hätte aber gerne mal eine Waffe. Was ist das halt? Na. Desinfected Spray? Mhm, was auch immer. Ich glaube, damit können wir irgendwas desinfizieren. Vielleicht uns, wenn wir mal verletzt sind. Rottenbänder, naja, die ist jetzt natürlich nicht so gut. Bringt uns das Holz was? Das bringt uns auch nichts. Hier ist noch ein Raum, da ist aber auch nichts drin, oder? Das können wir auch nicht öffnen, nee. I feel hungry, ja, die Rottenbanana ist halt schlecht zu essen. So, da steht noch was. Das ist ja cool. Hier finden wir gleich echt Reis. Okay. Den können wir essen, aber ich glaube, dann werden wir wieder durstig. Und da liegt bestimmt noch ein verrotteter Apfel. Wir nehmen den mal vorsichtshalber nur zur Not, dass wir wirklich in der größten Not. Ich glaube, das ist nämlich nicht so gut, wenn wir irgend so verrottetes Zeugs essen. Liegt hier noch irgendwas rum?
Vielleicht eine Axt oder so, ein bisschen Werkzeug. Auch nicht. Ja, und bei den Mitspielern, es gibt halt, ja, die und die, so wie ich das mitbekomme, diejenigen, die dich ausrauben. Wie ich gehört habe von den Bekannten, ist es so, es gibt welche, die erschießen dich gleich, um dein Loot zu bekommen. Es gibt welche, die sagen, okay, gib mir dein Loot und ich lasse dich am Leben, weil wenn du stirbst, fängst du wieder bei Null an. Und es gibt auch welche, die tun so, als sind sie freundlich und schleichen dir dann hinterher. So, jetzt gucken wir mal hier noch rein. Ob wir da noch was finden. Warum regnet das in dieses Haus rein? Generell in die Häuser. Da liegt... Ach nee, ich dachte, das ist, da liegt noch was. Die Maus ist mir noch so ein bisschen zu schnell irgendwie. Sichtfeld, Steuerung. Ich hab die schon... runtergedreht gehabt. Was ist Ziel Dead Zone? Ich weiß es nicht, aber die ist immer noch so schnell, so husch. Hier ist ein Medik-Schrank, der ist leider nicht offen. Green Cargo Pants, okay, da können wir mal schauen. Oh, was ist das? Thunfisch, wo haben wir denn den jetzt her? Du sollst es anziehen. Ich dachte, zieht es dann an. Die haben doch mehr. Ah, jetzt. Okay. Jetzt haben wir nämlich mehr Platz in den Taschen. Und soweit ich weiß, müssen wir das noch verbinden. Dann geht die Taschenlampe auch. Jetzt gehen beide auf. Ist da irgendwas? Nee. Mach auf. Na? Hä? Muss ich da weiter weg? Anscheinend will er das nicht. Das ist aber wieder so ein Schild. Das kann man aber auch nicht looten. Ich bin ja mal gespannt, wenn wir unseren ersten Mitspieler treffen. Okay, das war jetzt schon mal erfolgreich. Wir haben jetzt schon mal einen Rucksack. Ich weiß auch gar nicht, wo wir hier sind. Das ist ein Zombie, der hat uns aber Gott sei Dank nicht gesehen, glaube ich. Weil gegen die können wir momentan nur wegrennen. Können halt nichts anrichten. So, C war wieder normal, gell? Genau. Kann man das ernten, die Kürbisse? Schade, leider nicht. Aber wenn hier... Achso, das ist ein Zaun. Kürbisbauern sind, vielleicht haben die was zu essen für uns. Und was zu trinken wäre halt auch nett. Okay, die geht nicht auf, aber die geht auf. Hier ist wieder nichts. Schade. Sehr, sehr schade. Okay, nun die geht auf. Da kommen wir wieder hinten raus. Und der Schuppen geht auch nicht auf. Kommst du darüber? Oh.
Er kann hinüber schweben. Okay, jetzt hoffen wir mal, dass wir hier noch was brauchen. I'm feeling hungry. Gut. Das wissen wir schon. Wir sind ja schon auf der Suche. Wir suchen schon was zu essen. Nur haben wir hier leider nichts. Aber wir haben das Glück. Weil ich habe gerade eben schon mal gespielt gehabt. Musste nur... ja, mich selber umbringen, weil ich habe mich dann gewundert, warum er so komisch läuft. Also er hat sich immer wieder hingelegt, das was zu essen. Und das lag halt daran, er hat sich, also wir hatten uns das Bein gebrochen. Und dann läuft er immer nur im Liegen. So, die Beans können wir jetzt aber auch noch nicht essen, gell? Schade. Inspect. Okay, das kann man inspecten. Drink. Oh. Kills Viruses. Okay. Okay, jetzt essen wir halt mal Reis. Jetzt ist er auch nicht mehr hungrig. Das ist schon mal sehr gut. Geht das Gate auf? Ja. So, das ist so ein kleiner Bahnhof. Da gucken wir auch mal rein, weil vielleicht haben wir Glück und finden da irgendwas, womit wir uns verteidigen können. Zombie hier? Nee, gut. Nein, der geht nicht auf. Schade. Und hier? Geht leider gar nicht auf. Kommt man hier bestimmt auch nicht rein. Schade, schade, schade. Gibt's denn nicht irgendwie... Warte mal, da hinten war noch ein Zombie, ne? Entschuldigung, wie immer bei der Aufnahme. Ach, ich sollte mir echt mal wirklich hier was Bonbon-mäßiges zulegen. Und das ist ein Zombie. Okay, der hat uns nicht gesehen. Der steht da schön am Haus. Auch noch einer. Oh nein, die haben uns gesehen. Das heißt, wir müssen jetzt rennen. Um unser Leben rennen, weil wir haben jetzt leider noch keine Waffe. Schade, ich hätte hier gerne in diese Halle reingeschaut. Aber das ist alles voller Zombies. Aber hier liegt bestimmt doch irgendwas rum. Was man hätte gebrauchen können. Sehr schade. So, ich glaube, wir haben sie abgehangen. In dem Ort, ich habe jetzt leider auch gar keine Ahnung, wo wir sind oder wo wir lang müssen. Aber ich glaube, in dem Ort hier gibt es nichts mehr weiter groß. So, jetzt waren wir... Da ist schon wieder ein Zombie. Will er nämlich was trinken, weil wir jetzt schon so gerannt sind und jetzt meckert er, dass er Durst hat. Jetzt haben wir aber leider nichts zu trinken. Kommt der Zombie? Nee. Okay, der hat uns, glaube ich, nicht gesehen. Das heißt, wir gehen einfach mal weiter in die Richtung. In der Hoffnung, wir kommen irgendwo an. So. Ich weiß nicht, ist es schlau auf der Straße zu laufen oder eher unschlau?
schon cool gemacht eigentlich, so als einzigster Überlebende. Das erinnert mich so ein bisschen an... Wie heißt die Serie? The Walking Dead? Ja, schon. Okay, ab und zu mal leckt es ein bisschen, wie ich merke. Es hüpft ab und zu nach hinten. Zack. Und es hat aufgehört mit Regnen. Das ist sehr gut. Kommt hier irgendwas? Das sind nur die Bahnschienen. Nicht, dass wir jetzt hier kilometerweit... Was war das für ein Geräusch? Kilometerweit irgendwo hinlaufen und dann kommt gar nichts mehr. Und dann sind wir nämlich auch verloren. Ich weiß auch gar nicht, ob da irgendwie hier was rumliegen kann. Das war eine Libella. Mit V springt er ja, genau. So, da können wir uns ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Jetzt regnet es wieder. Es gibt halt auch so Tag-Nacht-Modus. Schon cool gemacht eigentlich so, ne? Also ich bin echt mal gespannt, wenn das Spiel... Ich meine, jetzt ist es halt noch in der Alpha-Version, wenn es dann wirklich mal weiterentwickelt wird, wie das wirklich ist, wenn es fertig ist, ne? Das ist, glaube ich, richtig cool. Ich glaube, ich habe auch gehört, es soll so eine Art Hüttenbau oder irgendwas geben. So, was ich auch gehört habe, man denkt immer, man ist alleine. Also wenn man halt so rumläuft, man denkt immer, man ist allein, aber man ist nicht wirklich allein. Ich meine, es sind halt immer noch, ich habe jetzt einen großen Server extra gewählt, so, ich glaube 40 Mal passen drauf. Ich weiß jetzt halt auch nicht, wie man sieht, wer jetzt alles da ist. Ob es da irgendwie, weil die Tabulator-Taste ist für das Inventar. Und das, wie man sieht, wer jetzt hier alles noch da ist auf dem Server. Es könnte überall jemand lauern. Ich hoffe jetzt wirklich irgendwie, es kommt mal wieder eine Stadt oder irgendwas. Sonst machen wir halt einen auf Forrest Gump und laufen und laufen und laufen. Aber wir brauchen bald wieder was zu trinken. Was ist da drüben? Was ist das? Man kann auch zoomen. Ist das ein altes Schiff? Sehr geil. Komm, wir gehen einfach mal dahin. Und schauen uns das mal an. Ich hoffe halt nicht, dass da 100.000 Zombies sind. Aber das ist schon ein altes Schiff, oder? Ich weiß gar nicht, ob der schwimmen kann. Kannst du schwimmen? Ich hoffe, du kannst schwimmen. Oder läufst du einfach über das Wasser? Ja, geht schon rein. Okay, er läuft. Oh ja, er kann schwimmen. Dauert es Stunden, bis er da drüben ist? Ich meine, so ein Schiff wäre halt schon geil. Also ich glaube, in einem Schiff gibt es echt coole Sachen auch, ne? Ah, okay, kraulen kannst du auch. Aber irgendwie kommt mir das so vor, als kommen wir überhaupt nicht voran. Oder das liegt mit an der Strömung.
Aber kommen wir dem Felsen näher? Doch, ich glaube, wenn ich ganz links schaue, die Felsen da so sehe. Doch, wir kommen näher. Wir kommen näher. Okay, sehr gut. Das ist schon ein Schiff, oder? Ja. Ich hoffe, wir kommen da rein. Nicht, dass wir da umsonst hinschwimmen. Das wäre natürlich sehr schade. Schaut. Das ist ein altes Schiff. Das ist auf Grund gelaufen. Sehr cool. Ich glaube, ich werde für euch dann hier... Oder mache ich einen Cut rein? Machen wir einen Cut oder machen wir keinen Cut? Ich will jetzt halt auch nicht schnell schwimmen, weil ich weiß halt, dass der dann... Kannst du eigentlich tauchen? Weiß ich gar nicht. Der wird halt immer durstiger, ne? Die Sonne geht, glaube ich, auch bald unter. So wie das aussieht. Aber das Wetter wird besser. Okay, hier ist niemand. Komm, kraul mal kurz. Das dauert echt ewig. Ich hoffe, das Schiff... jetzt war ich richtig erschrocken. Das ist ja cool, dass die auch Gewitter haben. Wow. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich hoffe mal nicht, dass das Schiff da noch weit draußen liegt. Also halt im Meer, dass wir da nochmal hinschwimmen müssen. Ah, da drüben ist ein Leuchtturm. Also die Map ist schon geil gemacht, ne? Muss man schon mal sagen. Ich weiß halt auch nur nicht, wo ich hier bin oder wo ich gespawnt bin. Also ich hab da echt keinen Plan. Aber wir haben es gleich geschafft, oder? Kraulen wir mal schnell. Wir müssen ja gleich wieder draußen sein. So wie das hier aussieht. Jetzt regnet es wieder. So, komm hoch. Was sind das jetzt hier für Versuche? Okay, wir haben es geschafft. Wir sind drüben. Also einmal rüber gekrault und geschwommen mit aller Kraft. So, ich hoffe echt, wir kommen jetzt zu dem Schiff dahin. Das wäre schon sehr geil. Also halt, dass wir auch rein können. Dass sich das jetzt gelohnt hat. Da drüben ist dann der Leuchtturm. Ist da auch noch eine Stadt dann? Eigentlich, wenn ein Leuchtturm ist, muss ja auch irgendwo eine Stadt sein, ne? Vielleicht dann dahinter. Und wenn wir hier auf dem Schiff irgendwas zu trinken finden würden und was zu essen und vielleicht eine Waffe, wäre das schon sehr nice. So, wir schauen jetzt mal. Boah, ich hoffe wirklich, wir kommen da jetzt rein. So, schwimme, mein Freund, schwimme. Mein Gott, was jetzt? Ich dachte, hallo, das ist jetzt festgeranzt. Ah, das sieht aber nicht sehr vielversprechend aus. Kriegst du noch Luft? Ja. Oh nein. Komm, bitte, 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 lass uns da was looten können. Das sah von Weitem so riesig aus. Ist auch krass, wenn so schlechtes Wetter ist, kann man gar nicht so weit schauen, ne? Durch den Regen. Ja, trink halt mehr Wasser.
Oh nein, ich glaube, wir haben echt kein Glück. Schade. Ich weiß halt nicht, kann er tauchen? Ist hier irgendwas? Das ist eine Tür. Komm, lass die Tür öffnen. Nein. Oh. Sehr schade. Okay, wir hängen wieder Buggy fest. Ja, ich steig mal elegant über das Schiff drüber. Ah. Schade, schade, schade. Da hinten ist noch eine Tür. Aber ich glaube auch nicht, dass man die öffnen kann. Weil da hätte man eher die öffnen können. Oh, schade, ja. Hätte man so coole Sachen machen können. Ich meine, wer hat schon das Glück, so ein Schiff zu finden? Okay, wo gehen wir jetzt hin? Bevor wir dauernd zurückschwimmen. Oder schwimmen wir jetzt nochmal zurück? Das ist schon ein Stückchen, ne? Ach komm, wir gucken erstmal hier auf der Insel, was da noch so ist. Vielleicht haben wir hier noch Glück und da ist noch irgendwas. Wenn du hier rüber kommst. Wir müssen die Welle mitnehmen. Ah, schade. Also das wäre jetzt echt sehr cool gewesen, wenn man dieses Schiff hätte reingekonnt und, in meinem Schiff sind immer Vorräte drin und alles, ne? Auch wenn es auf Grund gelaufen ist. Also, liebe Spieleentwickler, anzumerken, macht das Schiff auf. So, hast du es bald geschafft mit dem Schiff? Mein Gott, hier kriegt man echt einen Krampf in seinem Finger, wenn man mal weh drücken muss. So. I want to drink something. Also wir müssen jetzt echt unbedingt was zu trinken finden, weil sonst sterben wir. So. Okay, rennst du den Berg nicht hoch oder rennst du generell jetzt nicht mehr? Doch, er rennt noch. Das war noch der Berg. Oder hier angespülte Fracht von dem Schiff, das wäre halt auch sehr cool. So, bei unserem Glück kommt jetzt ja gar nichts mehr. Oh Mann, das ist ja ätzend, wenn der hier nur hochläuft. Muss ein bisschen schräg laufen, dass er wieder ein bisschen rennt. So, ich habe es ja gesagt, bei unserem Glück kommt hier nichts mehr. Aber wir hatten schon mal Glück, wir hatten einen Rucksack gefunden. Also das ist immer mal so sprunghaft, da muss ich mal schauen, was das ist. So, bitte lass jetzt hier irgendwie ein Dorf kommen oder irgendwas. Denn wir brauchen was zu trinken. Oh mein Gott, aber ich glaube, wir sind hier im tiefsten Wald. Und da ist schon wieder nur Wasser. Nein! Das ist doch schon wieder mehr, oder? Da vorne ist eine Base. Oder ein Dorf, oder... ein kleines Dorf, würde ich sagen. Oh ja, wieder mit Leuchtturm. Mich nervt das halt auch so ein bisschen, dass ich nicht weiß, wo wir hin müssen oder irgendwas, ne?
So, jetzt schauen wir mal, dass wir da irgendwie was zu trinken schnell finden. Also ich glaube, er kann auch so aus Brunnen trinken und so. Und ich glaube auch aus Seen, Pfützen oder irgendwie sowas. Also halt wirklich das Survival. Aber ich bin mir da jetzt auch nicht ganz sicher. Boah, dieser Sprungleck geht mir echt manchmal so ein bisschen auf den Nerv. Das muss für die nächste Folge eventuell dringend eingestellt werden. Okay. Also wir bräuchten echt eine größere Stadt, weil ich glaube, in den Städten gibt es dann so Supermärkte und sowas. Und es wäre auch schön, wenn es nicht regnen würde. Achso, Spieler Hans im Glück verliert die Verbindung. Mein Gott, ich glaube, ich bin ja echt am Arsch der Welt. Hier gibt es ja gar nichts mehr. Gibt es ja nicht mal eine Straße zu diesem Ort. Aber wir können Glück haben, da war ja noch niemand. Und hat ja irgendwas gelootet. Das heißt, drückt uns die Daumen, dass wir hier was zu trinken finden. Und es regnet wieder in die Wohnung rein. Hier ist nix. Schön, hier ist gar nichts. Das heißt, wieder raus. Doch, hier war einer, oder? Weil die Tür da ist offen. Ich weiß nicht, ob da alle Türen immer zu sind oder ob echt ein paar Türen auch offen sind. Und ich weiß auch nicht, ob Zombies in den Häusern einfach spawnen können. Okay, hier ist nix. Ja, wir suchen dir schon was zu trinken. Okay, die geht nicht auf. Uah, Buggy. Ach, Mist. Hier, nein, Tür auf, bitte. Hier ist auch nur ein Eimer, mit dem können wir aber, glaube ich, auch nichts anfangen, oder? Nee. Da ist auch zu. Da waren wir schon in dem Haus. Eine Hundehütte. Oh, braucht noch jemand eine Waschmaschine? Ich hätte heute eine im Angebot. Ich bin da. Ja, du brauchst jetzt langsam, glaube ich, echt wirklich einen Drink, weil sonst kippst du um. Und dann können wir von vorne anfangen. Und das wollten wir ja eigentlich nicht. Aber dafür ist mein... Wir haben das, ich habe keine Ahnung von dem Spiel, wir haben es noch nie gespielt und ich meine von daher, jo, läuft es bisher ganz okay. Okay, ich glaube, hier war wirklich einer, weil der Leuchtturm ist offen. Und ich glaube nicht, dass der Leuchtturm immer offen ist. Wir gucken einfach mal ringsrum, ob da vielleicht irgendwas rumliegt. Ah, jetzt hat uns ein Zombie gesehen. Kann der auch hier hoch? Ich hoffe nicht. Also eigentlich kann ein Zombie ja nicht klettern. Das Problem ist, wie kommen wir jetzt hier weg? Nein, wir sind gefangen. Ja gut, aber wir kommen jetzt hier eh erstmal nicht weiter. Deshalb würde ich sagen, machen wir erstmal einen Cut. Du kannst mir gerne in die Comments noch ein paar Tipps mitschreiben, wenn du dich schon besser in Daisy Standalone auskennst. Gucken wir mal, wo der Zombie ist. Das ist leider nicht. Wir gehen mal in die First Person. Ist aber auch nicht zu sehen. Der ist bestimmt irgendwo da unten rum. Und schreib mir auf jeden Fall in die Comments, ob du mehr sehen möchtest von Daisy Standalone. Ansonsten zocke ich das bisschen offscreen alleine weiter.
Und da würde ich mich freuen, wenn wir uns vielleicht beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, ciao, macht's gut, euer Spike.